Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich dann für euch auch wieder mal ein kleines Favoritenvideo für euch. Auch wenn es vielleicht dann nicht so viel ist, aber ein bisschen hat sich schon was angesammelt in der Zeit. Denn die letzten Male kam ja kein Favoritenvideo, da sich da noch nicht wirklich was angesammelt hat, da ich ja meistens nicht so viel Möglichkeiten hatte, was Neues auszuprobieren. Aber jetzt ist es mal wieder soweit und ich würde mal sagen, ich starte jetzt mal mit einem Nicht-Make-up-Produkt und zwar sozusagen wie ein kleines Fashion-Teil und zwar die Schuhe hier und zwar sind es Marco Tozzi-Schuhe, also so Stiefeletten, die mag ich sehr, sehr gerne, denn die habe ich auch in letzter Zeit sehr gern getragen, also für mich finde ich sie sehr, sehr bequem. Am Anfang, klar, ist es immer so, ist man ein bisschen wieder ungewohnt, wegen neuen Schuhe halt. Und ja, aber nach der Zeit sind sie sehr, sehr gut und auch recht bequem, finde ich, auch so für den Alltag. Passt ja auch ganz gut, vor allem wegen dem Absatz, dass es ja diesen Blockabsatz hat, finde ich mega schön auch. Und vor allem, man muss ja dann nur reinschlüpfen und es hat hier so diesen Gummibezug hier, das so ein bisschen so kariert ist, finde ich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sorry, als würde meine Stimme gerade wegbleiben. Aber ja, das ist eine meiner Favoriten, denn die habe ich in letzter Zeit sehr, sehr gern getragen. Dann kommen wir auch wieder mal zu einem Nicht-Beauty-Produkt. Und zwar geht es um mein Haarreifen, was ich auch immer so für meine Make-up-Tutorials ja drauf habe, wenn ich mich schminke oder irgendwie sowas. Und ja, das habt ihr auch letztens in einem DM-Haul gesehen von mir. Das ja, finde ich einfach mega, mega süß. Und ja, vor allem die Katzenohren. Ich könnte mir auch vorstellen, damit sozusagen wie in, also zu einem Halloween-Look tragen zu können. Klar ist jetzt zwar Halloween vorbei, aber oder zu Fasching wäre es bestimmt sehr, sehr cool. Aber das feiere ich jetzt wiederum nicht. Aber naja, das ist auch so ein kleiner Favorit von mir, das habe ich ständig dann dran, wenn ich mich dann schminke. Dann kommen wir jetzt zu einem Teil, was eigentlich auch erst neu ist, aber habe ich in letzter Zeit sehr gerne benutzt, vor allem auch hier für die paar Videos von Halloween. Und das ist die Marvin Magnificent mit BH Cosmetics zusammen. Die Palette, die finde ich sehr, sehr schön. Ich kann euch hier auch nochmal den Inhalt zeigen. Und zwar die Lidschattenfarben und dann noch die Highlighter. Die Highlighter, wenn man die zusammenmischt, ergibt sich ein sehr, sehr schöner Highlighter. Gerade habe ich den zwar nicht drauf, weil ich die jetzt nicht verwendet habe, aber das finde ich sehr, sehr schön. Und die Lidschattenfarben, dazu muss ich nicht so viel sagen, denn einfach perfekte Formulierung. Und BH Cosmetics finde ich auch generell immer sehr, sehr gut. Also ja, ist das auch wieder mal ein neuer Favorit. Und dann komme ich jetzt auch wieder zu einem kleinen Oldie but Goodie Favorit. Und zwar ist es dieser Sun Club Matte Bronzer von Essence mit dem Pinsel hier von Luvia. Das trage ich gern dazu mit dem Pinsel auf, deswegen zeige ich es euch hier mit den beiden hier zusammen. Das hier ist auch schon ein sehr alter Bronzer von Essence. Also den gibt es auch so, glaube ich, gar nicht mehr. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wie alt der ist oder wie lange ich den schon habe. Aber so oft, wie ich den schon verwendet habe, ist er auch irgendwie ja auch schon so gut wie fast schon leer. Und mit dem Pinsel trage ich es auch sehr gern auf, da es eben schnell geht, vor allem am Morgen, wenn ich mich gern schminken will. Und ja, deswegen ist das so beides so das, was ich gern auftrage. Vor allem, das ist so ein Bronzer, was schon immer in meiner Kollektion war. Also finde ich auch, dass ich es gern mal aufbrauchen sollte, denn so alt wie es ist, also ja. Jetzt komme ich zu was, was ich eigentlich am Anfang nicht so sehr mochte, aber danach irgendwann doch noch irgendwie ganz gut fand. Jetzt klingelt wieder das Handy von meiner Mutter. Ich hasse es. Aber naja, ich mache jetzt lieber mal weiter.
Und zwar ist es der Fit Me Concealer von Maybelline. Ja, das mochte ich am Anfang nicht so sehr, da ich es am Anfang erst komisch fand, vor allem von der Farbe her. Aber ja, am Anfang war es halt so, aber danach irgendwann mochte ich es dann doch noch, da ich es dann noch sehr oft benutzt hatte, egal ob es für die Augenbrauen nachbessern war oder auch für unter die Augen. Also ja, im Nachhinein habe ich es dann doch noch sehr, sehr, sehr gemocht. Also ist das jetzt auch so ein kleiner Favorit geworden. Das habe ich in welcher Nuance? In der Nummer 10. Also schon einer der hellsten. Ich glaube, 15 ist, glaube ich, dunkel, etwas heller als 10. Also habe ich da die Nummer 10 genommen. Das für mich eigentlich auch so perfekt ist. Also ja, ist doch noch irgendwie ein Favorit geworden. Dann noch sowas wie eine Lippenpflege von NYX. Von NYX. So sollte man es ja aussprechen. Und zwar ist es so ein Lip Oil, was ja mal in meinem Adventskalender war von letztes Jahr. Also das trage ich sehr, sehr gerne für abends. Denn dann sind ja am Morgen meine Lippen etwas geschmeidiger. Also finde ich echt gut. Und ich würde mal demnächst vielleicht, wenn ich in einem DM-Store sein sollte, wo es nichts hat, mal das mal besorgen, damit ich es mir mal mehrmals hier habe zu Hause, denn am Abend sind meine Lippen etwas eben trockener und ja, dafür trage ich das hier dann eben gerne auf abends und ja, also ist ein ganz gutes Produkt für abends, also für meine Abendroutine und ja, trage ich sehr, sehr gerne auf. Dann komme ich zu was, was ich auch gerade auf meinen Lippen habe. Und zwar ist es das Sleek Liquid Lipstick. Das ist in der Farbe Old Hollywood. Das Matte Me Liquid Lipstick. Ich fand die schon immer sehr gut, auch wenn ich gar nicht so viele Liquid Lipsticks von denen habe. Ich glaube bis jetzt nur 3 mit dem hier. Und die finde ich der Ultra Hammer. Also die sind sehr, sehr gut und für manche sind die vielleicht etwas zu trocken oder irgendwie sowas, aber für mich geht's noch. Also, ja, also für mich sind die jetzt nicht so sehr trocken, denn ich versuche auch meine Lippen sehr gut zu pflegen und ja, dass diese wunderschöne, so rostbraun, also wie es hier sagt, so ein Old Hollywood roter Lippenstift. Also das finde ich sehr, sehr gut. Also waren eigentlich schon immer meine Lieblings-Liquid-Lipsticks. Das habe ich hier jetzt bis jetzt noch nicht so oft gezeigt, glaube ich. Aber ja, jetzt zeige ich es für euch. Und das habe ich auch in letzter Zeit sehr, sehr gern getragen. Vor allem gerade so in der Herbstzeit oder auch bald zur Winterzeit. Werde ich es auch bestimmt sehr oft tragen. Also, ja, das habe ich zum Glück wieder rausgekramt. Dann auch so eine Foundation, was ich eigentlich auch schon sehr lange da habe. Und zwar ist es was von P2, was glaube ich auch so nicht mehr gibt, was ich irgendwie schade finde, denn ich habe auch damals schon irgendwie etwas mehr von P2 gekauft gehabt. Aber jetzt irgendwie gibt es es eben gar nicht mehr. Finde ich eigentlich echt schade. Und zwar habe ich hier die City Shield Matte Foundation und Concealer Foundation. Und zwar soll das High Coverage Oil Free Goji Bear Extrakt haben, Glycerin und Detoxofane. Also am Anfang fand ich eigentlich auch so, das sieht doch irgendwie nicht so gut aus, so zur Anfangszeit. Bevor ich YouTube gemacht habe, denn das hatte ich da auch schon so lange drin. Aber dann habe ich es wieder rausgekramt und dachte mir, wow, ist eigentlich doch schon eine gute Foundation. Und die habe ich ja auch hier in meinem Tisch, damit ich sie auch so im Alltag auftrage. Denn so im Nachhinein, so wenn ich es dann den ganzen Tag drauf habe, sie standen sehr, sehr gut aus, finde ich. Also ja, ist eigentlich schon eine sehr, sehr coole Verpackung. So mit dem Deckel so ein bisschen schräg. Also ja, ich finde es doch noch sehr, sehr gute Foundation, auch wenn ich irgendwie Pickel haben sollte oder irgendwie sowas. Sie ist dann irgendwie trotzdem sehr, sehr gut aus, also ja, es bleibt eine
favorite foundation, auch wenn es P2 nicht mehr gibt. Dann komme ich jetzt noch zum allerletzten Produkt, und zwar ist es das Manhattan Gel Eyeliner Long Lasting. Und zwar gerade habe ich ja meinen Liquid Ink Eyeliner von Essence ja nicht, da ich es letztens ja aufgebraucht habe. Und dann habe ich eben in letzter Zeit das benutzt gehabt, um für mein Eyeliner, damit ich mein Eyeliner eben hinbekomme. Denn ich trage ja den Eyeliner ständig, egal ob im Alltag oder auch so. Also Eyeliner habe ich ja immer drauf. Also ja, finde ich echt gut. Vor allem, dass es ja auch so schön tief schwarz ist, wenn man es aufträgt. Auch wenn es vielleicht ein bisschen erstmal kurz fleckig sein sollte. Aber man kann das trotzdem gut schichten, sodass es recht schwarz ist und das auch so bleibt. Und ja, das ist das normale schwarze Eyeliner, was ich auch immer benutze. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, ja jetzt dann nichts mehr an Favoriten. Das war es dann eigentlich auch schon. Denn ja, auch das wieder ist ein kurzes Video geworden. Aber was soll es, wenigstens etwas, denn sonst hätte ich, glaube ich, gar nichts für die Woche. Aber ja, wenigstens mal wieder ein Favoritenvideo für euch hier, damit ihr wisst, was ich so aktuell benutze. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich auch natürlich gerne. Also klickt auf das rote Abonnieren-Button unten. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch mehr Abonnenten dazukommen. Und aktiviert dabei noch natürlich die Glocke, denn so werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Also klickt gerne drauf, ich würde mich sehr, sehr freuen, denn so verpasst ihr eigentlich dann auch natürlich nichts von mir. Und ja, ich lasse dann auch natürlich mein Instagram-Namen da, damit ihr wisst, wie ich dort heiße. Denn dort bekommt ihr immer alles aktuell mit, was ich so mache, was auch immer. Und ja, bin hier gerade so kuschelig in meinem Pulli. Ist auch so schön warm, denn gerade wird es ja auch wieder etwas kälter. Und ja, ansonsten teilt mich auch natürlich gerne mit euren Familien, Freunden, Bekannten, wen auch immer eigentlich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch mehr Zuschauer dazukommen. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!